Alter, wie viel Red Shells denn noch? Alter! Wie viel Red Shells denn noch? Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Market 8 Deluxe. Ja, und heute geht's weiter im 150 CCM Modus. Genau, Leute, mit. Ja, heute, genau, ab sofort gibt's nämlich Leute auch Bürdo zu spielen. Genau, es kann natürlich jetzt da rein mit dem Booster-Streckenpass Welle 4. Aber mit der beschäftigen wir uns erst dann später. Das heißt, ja, dann werden wir diese DLC-Strecken spielen. Und was natürlich auch noch cool ist, 5 weitere Charaktere werden noch kommen. Geil, Alter. Also wie gesagt, ich glaube sogar noch einer wird kommen. Das wird dann natürlich einer so sein, dass man einfach alle DLC-Cups mit Goldpokal 3 Sterne machen muss. Dann kommt wahrscheinlich so ein anderer Charakter. Statt Gold Mario, den wir hier noch bekommen können, kommt da wahrscheinlich noch was anderes so, ne? Also ich denke, es kommt sowas dann noch. Genau, heute spielen wir dann mal mit, ich weiß nicht, mit wem sind wir noch nicht gespielt. Keine Ahnung. Tanuki Mario. Mit dem, ah, ne. Ja doch, komm, mit dem. Ne, mit den Pferden, okay. Mit. Den Reifen und dem Gleiter, komm. Okay. Heute geht es dann weiter mit dem Blitzcup. Ja, würde ich sagen, starten wir durch und let's go! Ja, und mit der ersten Strecke, nämlich dem TikTok-Trauma vom Mario Kart DS-Teil. Ja, Mario Kart DS habe ich, wie gesagt, noch nie selber besessen, außer halt bei anderen Leuten gespielt. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie sie dort, die Strecke, wie die dort war. Also keine Ahnung. Aber ja, fahren wir jetzt durch mal mit Tanuki Mario. An sich Tanuki Mario ist gar nicht, es ist wirklich auch so ein Charakter, der komplett unnötig ist. So, warum Tanuki Mario? Warum? Wird unnötig. So klar halt, naja, weiß ich jetzt nicht. Mir ist halt wirklich nie aufgefallen, dass Birdo gefehlt hat, ne? Die gibt es halt bei Mario Kart Wii auf jeden Fall. Aber ja, so mir ist nie aufgefallen, dass sie gefehlt hat. Heftig. Aber cool, dass sie natürlich jetzt hinzugefügt wurde. Das ist echt geil, dass jetzt natürlich auch Charaktere hinzugefügt werden. Weil eigentlich hieß es ja früher nur, dass 48 neue Strecken kommen werden. Also die Retro-Strecke natürlich. Genau, stimmt, das kam sogar jetzt noch eine neue Strecke, ne? Also echt geil. Die Nintendo macht mehr, als sie versprochen haben. Zum Glück. Also richtig, richtig geil. Das heißt, diese 25 Euro für das DLC, die lohnen sich auf jeden Fall sehr. Die lohnen sich sehr. Okay. Ja, mein Gott, wir sind ganz als Erster. Chillig. Ah! Ja, und diese Uhrenpendel oder wie das heißt, sind die ganze Zeit im Weg. Ja. Aber an sich haben wir einen guten Vorsprung, ne, immer noch. Also ja. Wir haben alle keine Chance gegen uns. Okay. Genau, damit haben wir auch noch die zweite Runde erfolgreich überstanden. Oh nein. Alter, was habe ich für einen Vorsprung? Oha. Scheiße. Was heißt Scheiße? Gut. Ja, geil. Stabil. Das behalten wir natürlich jetzt. Ah, oh, stopp. Die kommen jetzt. Oha. Einmal kommen die. Ah, nee, doch nicht. Oh, scheiße. Oh, lost. Ich habe gerade auf jemand anderen geschaut auf der Karte. Okay, alles gut. Wir sind richtig weit entfernt. Oh, komm schon. So. Nein, mein blauer Freund. Ja, langsam geht's los, ne? Ja, Bruder. So, gib Gas. Ein Bananen, zwei Bananen. Okay, wir sind safe. Oh, er macht jetzt keine Faxen, ne? So. Okay. Erster. Ja, zum Glück. Ich hatte echt schon Angst beim blauen Panzer, ne? Dass wir irgendwie überholt werden oder so. Das wäre echt scheiße gewesen, ne? Ja, und danach geht's noch weiter mit der Röhrenraserei vom Nintendo 3DS-Teil Mario Kart 7. Ja, an sich eigentlich auch eine geile Strecke, ne? Die auch gut geremaked wurde. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich sie nie so richtig krass gefühlt irgendwie. Also, nee, die ist geil, aber ich habe sie irgendwie nie so richtig krass gefühlt. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich sie einfach 180.000 Mal gefahren bin schon. Aber die Musik, die ist geil. Ist schon geil. So.
So, warte, wer ist vor mir? Oh, wie heißt der? Ich glaube, der ist Lemmy, ne? Oder? Ja, schade, leider nicht gekriegt. Aber ich habe drei neue Versuche. Oh, mich selber! Nein, oh Gott. Knapp. Komm her. Komm her, Bruder. Jawohl. Ha. Loser. Die Ehre genimmt haben wir ihn. So. Und jetzt schön rüberfliegen. Jetzt können wir hier diesen Shortcut benutzen. Bam. Der bringt echt richtig viel. Also ja, ist echt geil, wenn man da einen Pilz hat, dann kann man den immer gut benutzen. Sollte man immer machen, wenn man einen Pilz hat. Ohne Pilz geht es halt leider nicht. Also es geht, aber du bist halt, das bringt dir halt nichts. Da bist du halt ein Nachteil lieber. Eher gesagt. Katzenpeach. Sau. Dritter, das sollte ich jetzt ganz schnell eigentlich ändern, lieber. Ah! So. Oh, Rachel, nein! Ja, Junge, ich bin kurz. Ja. Lol, sie wird, glaube ich, getroffen, oder? Geil. Also anscheinend wurde sie getroffen, weil der Blusche, die Blusche kam nicht zu mir. Geil. Achso, oh, da lang. Ich habe keinen Pilz. Den normalen Weg. Ach ja, Mario Kart. Ein geiles Spiel. Auch einfach geil zu misplayen. Also, es macht sehr Spaß. So. Ne. Ach komm schon, also, Bruder. Die Scheiße hier. Ja, okay. Bruder. Ey, wir sind aber noch Erster, ne? Digga, auf der Karte einfach, da ist einfach Baby Daisy, Alter, irgendwo komplett weit von allen entfernt, Alter. Nein, jetzt fahr doch! Mann, Scheiße! Fahr! Nein, die holt mich allein. Fahr, 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 fahr. Hä? Was ist das für ein Bildschirm? Okay. Fahr! Fahr! Nein! Also, reicht! Komm, gib mir einen Pilz für die Abkürzung. Ach, auf dem ersten Platz gibt's eh keinen Pilz. Hey, geh weg! Larry oder Lemmy oder wie du auch heißt. Gary oder weiß das ich was. Lemmy oder so. Keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank. Hilfe. Oh, das war knapp. Aber den ersten Platz wieder gesaved. Alter, war das knapp. Digga. Hilfe. Da kamen gefühlt drei oder vier Red Shells immer nacheinander. Was geht denn ab? Jetzt kommt ein richtiges Highlight. Vulkangrollen von Mario Kart Wii. So eine geile Strecke, Alter, die ist so episch und einfach geil, Mann. Boah, die ist so, die ist so eine Legende, das ist einfach wow. Oh ja. Die ist geil. Ja. Ich will hier bitte nicht letzter, also ich will hier will ich unbedingt Erster werden. Wenn ich hier nicht Erster werde, dann heul ich. Wegen den Nostalgie-Flashbacks natürlich. Oh Gott. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, Margaret, wie meine Kindheit. Jeden Morgen, oh, um 8 Uhr morgens oder so, oder um 7 Uhr morgens schon aufgewacht. Wochenende zum Beispiel. Und dann immer die Wii angemacht und Margaret Wii gespielt. Und das Gefühl stundenlang. Lang. Hä? Warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Macht gar keinen Sinn. Und ja, daran erinnere ich mich noch sehr. Die guten alten Zeiten. Mann. Oh Gott. Hilfe. Ja, noch zwei Pilze. Und ich weiß halt nicht, wo ich sie benutzen soll. Ja, gleich, warte, gleich, gleich. Jetzt ab der zweiten Runde beginnen diese einzelnen Plattformen abzufallen. Also abzubrechen. Oh mein Gott. Nein, nein. Rachel. Ach, Katzenpiech, geh weg. Geht's schon auf den Sack. Ey, ich hab doch Doppel-Eis. Mann. Drei Bananen. Oh Mann. Bam! Nein, kein. Oh, Scheiße. Scheiße. Scheiße! Wie gesagt, ich will erst auf dieser Strecke werden. Oh, richtig aufs Feuer gefahren, Mann! Ah! Wieder mit der Banane ausgekontert. Stabil. Oh, zieht er weg. Oh mein Gott. Aufpassen. Ach ja, mein roter Freund mal wieder. Junge, wie viel Ratchet gibt's denn noch eigentlich? So, jetzt in der dritten Runde sind alle
Einzelstücke abgefallen und jetzt ist die Strecke schwieriger geworden. Das heißt, es gibt weniger Platz zum Fahren und so. Aber ist echt an sich geil. Alter, wie viele Red Shells denn noch? Alter! In dieser Folge gibt es schon 15 Stück oder so. Bruder! Alter! Junge! Hört gar nicht mehr auf. Mit den Viechern. Ach komm schon, also Bruder. Ernsthaft jetzt. Wow. So, okay. Schon wieder eine Red Shell. Das ist einfach wow. Aber wir sind wieder Erster. Geil. Wie viele Red Shells gibt es denn gerade? Alter, was geht denn ab? Junge. What the fuck? Alter. Dann, Leute, kommt die letzte Runde des Blitzcups, nämlich der Regenbogen Boulevard vom Nintendo 64. Ja, die Strecke ist eigentlich komplett Bullshit. Also, ich weiß nicht, wie sie bei Nintendo 64 war, aber die ist so langweilig. Du fährst einfach nur entlang, mehr passiert nichts. Außer so ein paar Kettenhunde kommen da. Aber mehr nicht. Ist einfach, die ist so langweilig. Passiert echt gar nichts. Mann. Fahren wir hier einfach nur entlang. Passiert dann wirklich nichts? Münzen werden geworfen, ja, wow. Ist natürlich cool, aber ja. Alter! Wie viel Red Shells denn noch? Digga! Ja, okay, chillig. Mann, ja, 5. Digga. Komm, jetzt. Ja, aber es ist jetzt schon geil, dass halt Börde jetzt natürlich noch dabei ist. Ach, das ist schon geil. Börder, wir überholen dich aber, ne? Mit dir werden wir dann in den DLC-Cups fahren. Natürlich nicht in allen, aber trotzdem halt. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein, zwei andere Charaktere geben, wahrscheinlich, ne? Uah! Bis ich das, oh Gott, bis ich den Booster-Strike-Pass DLC dann auch noch aufnehmen werde. Ja. Das war die dritte Etappenstrecke, also dritte Runde der Etappenstrecke. Oh. Aber wie gesagt, ihr seht's ja, es passiert nichts. Alter, ich könnte. Ey, wollte ich eigentlich verarschen? Zum Glück hatte ich halt was zu blocken. Wie viel Red Shells denn eigentlich noch? Oh Gott. Ach Mann, ey. Aber wir sind trotzdem Erster. Komm, bleib jetzt doch Erster. Bitte keine Blue Shell. Ah! Oh, ich höre. Oh, wir sind ausgerüstet für die Blue Shell, die jetzt wahrscheinlich noch kommt. Oder? Und doch nicht. Doch nicht! Hahaha. Ja, Leute! Goldpokal mit 3 Sternen! Endlich mal wurde uns mal gegönnt, Mann. Geil. Sehr erfolgreiche Runden, ne? Sehr erfolgreich. 4-mal Erster geworden. Ja, und damit Goldpokal mit 3 Sternen. Das Beste, was man kriegen kann. Geil. Ne? Hier haben wir noch die Abkürzung benutzt. Diese Abkürzung, die lohnt sich echt sehr gut, sehr krass, wenn man sie benutzen kann. Ach ja. Let's go! Ne? Weiter so. Ich weiß noch am Anfang des Displays, wie schlecht wir da waren und wie gut wir jetzt sind, ne? Im Vergleich. Das ist halt echt heftig. So Leute, dann ja. Was mit der Folge von Mario Kart 8 Deluxe? Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, ja Leute, haut rein und dann bye, bis zur nächsten Folge.